Sack und zum nächsten Video hier auf dem Kanal und heute zu einem besonderen Video, denn es gibt heute meine Reaktion zu den Top 100 Ratings in FIFA 18 Ultimate Team. Das Ding ist, ich habe noch überhaupt keine Ahnung von FIFA 18, so wirklich null. Also ihr könnt euch nicht vorstellen, ich habe bisher noch nichts über dieses Spiel gehört. Ich habe einige Ratings ja ganz, ganz individuell gesehen, aber noch nicht den ganzen Bunch von allen 100 und das werden wir uns heute so also mal geben. Wird, denke ich mal, ganz interessant, meine Reaktion darauf zu sehen. Ich weiß noch nichts über The Journey, nichts über den Karrieremodus, gar nichts, möchte das auch nicht wissen. Wisst ihr ja, ich will mich überraschen lassen. Werdet auch meine Reaktionen sehen. Dazu gibt es in den nächsten Tagen auf jeden Fall nochmal ein Video, warum ihr das sehen werdet und wie ihr das sehen werdet. Und jetzt starten wir erstmal durch und reagieren auf alle 100 Ratings. Natürlich muss ich dazu sagen, dass ich nicht auf alle Ratings jetzt individuell reagieren werde. Ich werde auf die reagieren, die mir halt ins Auge stechen. Ja, wenn er jetzt irgendwie, keine Ahnung, was dazwischen ist, Vertonghen oder sowas, dann werde ich nicht zwingend sagen, oh mein Gott, wenn er das gleiche Rating hat wie letztes Jahr, aber wir gucken mal durch. Bernardo Silva ist zunächst mal ein schönes Upgrade, aber ist jetzt nicht irgendwie die krasseste Karte, oder dass ich sagen würde, so, wow, der sieht heftig aus. High Nazi Tempo ist auf jeden Fall in Ordnung. Pace ist dieses Jahr, glaube ich, nicht so wichtig. Dribbling umso mehr, nachdem was ich gehört habe. Das minimale bisschen, was ich auf Twitter aufgeschnappt habe, sieht also gar nicht so schlecht aus an sich. Khedira hat eine 84 weiterhin. Die Stats sehen an sich ganz nice aus. Mittlerweile High Workrate. Seit letztes Jahr schon einen relativ guten Abschluss gehabt. Kann man auch hier mit arbeiten. Oh Mann, nee, 84. Das hätte ich nicht gedacht. Ich hätte gedacht, er hat mehr. 93 Tempo, 85 Dribbling hat er. Interessant. Forster Skills, High Medium Workrate. Das heißt, die Karte sieht sehr, sehr gut aus. Und mit 75 Physis und 78 Shooting, der hätte vielleicht ein bisschen mehr erwartet. 80 oder sowas. Also ich weiß nicht, ob das so hundertprozentig geliebt ist von den Liverpool-Fans, beziehungsweise von allen FIFA-Spielern. Übrigens, die Cam ist nicht optimal, ich weiß das, aber das ist halt erstmal so. Ja, ist für mich in Ordnung, aber ich hätte ehrlich gesagt 85 erwartet, weil der halt so im Hype ist, ne? Gut, Dani Alves 84, ist für mich immer noch der beste Rechtsverteidiger der Welt, ja. Und, 82 Pace, das ist wenig. Da also so langsam finde ich nicht. Dazu natürlich die scheiß Workrates, das ist bitter. Damit ist die Karte, also er wird trotzdem noch geil spielbar sein und auch gut, aber das ist auf jeden Fall... Oh! Also Falcao, braucht man nichts zu sagen. 69 Pace ist ein bisschen kacke. Keine Forster-Skills, aber das Asensio, 84er Rating hat, das ist krass. Das hätte ich vielleicht gar nicht so erwartet. Hätte er 81 gehabt? Ich meine, klar, er hat jetzt krass gespielt. Ja, krasse Leistung gezeigt. Ich finde ihn noch genial, den Kerl. Aber direkt auf 84 finde ich sehr nice. 83 Tempo, 83 passen, 83 Dribbling, 79 Shooting, 78 Pace. Sieht nach einer sehr nice Karte aus. Medium, Medium, Workrate sind nicht optimal für einen 10er. High Medium wäre besser, aber im Forster Skill. Ich denke mal, der wird sich gut spielen lassen. Bin ich mal gespannt. So, Icardi ist wie jedes Jahr langweilig. Also, Icardi hält gut aus, aber naja. So, Ellie auch 84. Auch da hätte ich vielleicht sogar 85 erwartet, weil er halt so gehypt ist. Forster Skills ist sehr, sehr schön im Vergleich zu letztem Jahr, wo er es nicht hatte. High Medium Workrate, Shooting, Physis, Dribbling, das sieht alles gut aus, sieht alles solide aus. An sich ein guter Spieler auf jeden Fall, kaum mitarbeiten. Gerade halt eben, weil er die Forster Skills hat, macht ihn das Ganze nochmal ein Stückchen besser. Dribbling könnte in meinen Augen ein bisschen stärker sein, aber gut, das ist eine andere Geschichte. Kann man auf jeden Fall so machen. So, Leno hat einen Downgrade bekommen, das ist auch nachvollziehbar, weil, ja, hat er letzte Saison nicht so krass gespielt, aber 85 ist in Ordnung. Marquise hat auch einen Downgrade bekommen, da war er verletzt bis zum geht nicht mehr. Aber weiterhin Forster Skills und Forster Weak oder High Workrates. Das ist gut. Shooting ist so ein bisschen runtergegangen. Aber naja, Rufier ist gleich geblieben, um auch nichts zu sagen. Gündogan ist eigentlich auch gleich geblieben, der war ja leider Gottes verletzt. Da sieht man es. Was cut short due to injury. Das ist sehr bitter, weil er halt immer, wenn er gespielt hat, richtig gut gespielt hat. Aber die Karte sieht wie jedes Jahr gut aus. Also braucht man auch nichts zu sagen. So, Basic wurde geupgradet. Der hat ja auch eine sehr starke Saison gespielt mit Monaco. Ist ja Meister geworden. Die heute ist der allgemein mittlerweile höher bewertet. Handling ist ein bisschen niedrig für ein 85er Rating, aber ansonsten sieht die Karte gut aus. Kann man so machen, denke ich mal. Oh, Varan 85, das ist schön. Ich weiß gar nicht, der letzte 84 gehabt. Mega, ja, 79 Tempo, 84 Defend, 79 Füße. Mein Lieblingsverteidiger in FIFA 17. Auch wenn ich es ja lange nicht mehr gespielt habe. Aber das sieht sehr, sehr stark aus. Gefällt mir. Genauso wie Glick. Glick ist halt langsam, ne? Aber immerhin Low Medium. Das ist okay, halt weil er halt nicht viel nach vorne macht. Also Low Medium oder Medium High oder Low High ist natürlich optimal. Mal sehen, ob das irgendwie hat hier. Ja, Basali, der nächste direkt. Auch gedowngrade, glaube ich, ne, von 86, aber ist, ja klar, ist altersbedingt, der ist mittlerweile auch 35, 36 schon. Heftig, aber immer noch auf gutem Stand. Also wenn man bedenkt, was der bei Wolfsburg nicht leisten konnte, das ist schon heftig. Company 85 ist, glaube ich, auch gedowngrade von Nummer 1, aber auch der ist halt genauso wie Gündogan, einfach von Verletzung geplagt. An sich ein super Verteidiger, aber das zieht es halt runter. Also Mkhitaryan wurde nicht geupgradet, nicht gedowngrade, das ist okay. Der hat ja mittlerweile ein bisschen eingefunden in der Premier League. 86 Pace, ich weiß nicht, ob er wirklich so schnell ist. Aber so sieht die Karte auf jeden Fall deutlich spielbarer aus. Er setzt sich, ich glaube, 81 hat er letztes Jahr gehabt oder so, ne? Weiß ich gar nicht. 86 Dribbling, 79 Shooting, 80 Pass. Ich habe ihn nie gespielt letztes Jahr, aus gutem Grund. Oh, Carrasco 85, das ist geil. Das ist gut. Ich sehe schon Ter Stegen als nächstes.
Carrasco sieht richtig stark aus. Der Mann, das wird ein richtig genialer Spieler werden. Ter Stegen 85. Ja, war klar, dass der geupgradet wird. Das ist passend, das ist in Ordnung, kann man so machen. Also bisher nichts, was mich wirklich überrascht. Abgesehen von Asensio. Asensio hat mich schon überrascht. Hätte ich nicht gedacht, dass der 84 hat gleich. Und dass man nie halt nur 84 hat, aber okay. Ist in Ordnung. Kommen wir mal zu 80 bis 61. Da haben wir Vertonghen. Gut, wie gesagt, hat sich nichts vom Rating verändert. Von daher, obwohl es der vielleicht davor 84 gehabt, aber der hat ja eine klasse Saison gespielt. Hi, hi, Workrate sind auf dem Innenverteidiger nicht so nice. Die Maria 85, das ist eins der Ratings, das ich gesehen habe. Weiter 5-Star-Skills. Die Stats sind auch gut, aber er ist halt. Naja, eigentlich eine gute Karte weiter. Ne? Philippe Louis überrascht mich auch nicht. Oh, Insigne haben sie auf 85 gepackt. Das freut mich, das wusste ich nicht. 4-Star-Skills, 90 Tempo, 99 Dribbling. Die kleine Wundertüte da mit 5'4". Natürlich sehr, sehr klein, aber sehr, sehr wendig. Dementsprechend und extrem flink. Sieht stark aus. Azpilicueta auf 85, echt? Also ich meine, klar, Chelsea ist Meister geworden. Azpi hat auf jeden Fall was beigetragen, aber 85. 86 Defending. Ja gut, er hat auch Innenverteidiger gespielt. Also Defensive kann er natürlich. Aber 85. Achso, er ist Centerback. Er ist sogar Centerback. Oh, das ist natürlich noch geiler. Ein bisschen klein dafür, aber sonst. Das gefällt mir. Das, ey, als Inter. Puh. Nicht schlecht. Pjanic 85. Gut, auch nichts Neues. Alba 85. Der hatte 86 letztes Jahr, glaube ich. Ne? Aber ja, gut. Mein Gott. Ne? Barca war nicht so überragend. Navas 85 weiterhin. Matuidi runter auf 85, 2 Sterne Skills und 2 Sterne Recoil, ja, natürlich kacke, aber die Stats sehen halt gut aus fürs Mittelfeld. Casemiro 85, das ist auch eins der Ratings, das ich schon gesehen habe. Ja, sehr gut mit Medium-High-Workrate, sieht nach einem perfekten 6er aus, Alter. Ein bisschen größer, wäre ja wirklich perfekt, aber auch so sehr, sehr stark. Sehr, sehr stark. So, Lacazette war lange verletzt, auch da ist es nicht wunderlich, dass der 85 hat. Miranda weiter 86, das hätte ich vielleicht gar nicht so erwartet, weil. Weiß nicht, Intervall nicht so stark und Miranda jetzt eigentlich auch, ja, wenn er gut ist. 88 Defend, das ist zu hoch. Das ist wirklich zu hoch, weiß ich nicht. Wenn Azpilicueta 86 hat und der ist wirklich gut, dann darf Miranda ja auch nicht über 86. Ah, gut. Vielleicht Serie A ein bisschen pushen, ich weiß nicht, aber hat er dann mehr als. Also, wenn er mehr als Basali hat, dann ist es wirklich schon komisch, weil niemals ist er besser als Basali oder hat er höher als Basali. Okay, ist es auf der anderen Seite, aber das finde ich ein bisschen komisch. Das weiß ich nicht. So. Gut, Pepe 86, gut, letztes Jahr 88 gab es gewechselt zu Beşiktaş, das hat nicht viel gespielt bei Real oder nicht mehr so die Rolle gespielt, aber sieht trotzdem noch mega geil aus, auch für die türkische Liga. Alaba 86 hat wohl auch einen Downgrade bekommen, der ist mir wieder verletzt, das ist, der hat auch keine gute Saison gespielt, bei dem läuft momentan nicht so, aber ist in Ordnung. Cech 86 ist auch okay, der hat 88 letztes Jahr, ne? Gut, Alter, ne? Aber 82 Diving, 81 Reflex, das ist ein bisschen schade, weil es ein bisschen wenig ist, aber ansonsten Martinez. 50 Pace ist zu wenig, so langsam ist der nicht. Also finde ich, weiß ich nicht. Der hat auch nur 86 Defending, also dann, ah, Miranda, ich weiß nicht. So, Reus hat nur noch 86, das ist komplett nachvollziehbar. Die Stats passen, aber er ist halt einfach zu verletzungsanfällig. Costa hat eine kranke Saison gespielt. Die Stats passen auch auf jeden Fall. Ein bisschen mehr Shooting hätte ich ihm zu gut, obwohl Longshot, weiß ich nicht. Aber passt auf jeden Fall. Sokrates 86, oh, das ist aber mutig. Und oh, 87 Defending, das ist stark. Das sieht nach einer sehr, sehr geilen Karte aus, auf jeden Fall. Das kann man definitiv so machen. Das läuft. Ich denke mal, der wird sehr, sehr stark werden. Ribéry 82 Pace. Das ist halt so ein bisschen schade, dass der mittlerweile wirklich so langsam gemacht wird. Der ist wirklich nicht langsam, finde ich jetzt in Realität. Ja, das ist, was in Realität halt ausmacht, ist seine Wendigkeit und seine Dribbelstärke. Und der hat auch hier, also, ja, 86. Also nichts, also von den Ratings her ist eigentlich nichts dabei, abgesehen von Miranda vielleicht, was mich bisher so wirklich flasht, wo ich sage so, wow, das darf niemals so sein. Das ist okay. Machen wir weiter. David Luiz 86. Okay, 84 Defending. Also 86er Rating overall ist in Ordnung. Ich hätte 85, 86 vielleicht schon ein bisschen hoch, wenn man bedenkt, dass der halt höher ist als beispielsweise in Basali und Vertonghen. Weiß ich nicht. Aber der hat natürlich auch eine große Reputation, deswegen ist es sinnvoll, dass man das theoretisch macht. 84 Defending ist okay. Ja. Normalerweise sollte, finde ich, immer das Rating nicht höher sein als der Stat, der halt wichtig ist. Und das ist halt, ja, aber es ist okay. Ist nachvollziehbar, ist ein Meister geworden, das passt. Busquets 86, 40 Pace. Ah, das macht ihn so unspielbar. Ne? Und Medium. Ich würde Medium High eigentlich geben, ja. Das Rating passt halt, ne? Der ist vielleicht der beste Sechser der Welt, immer noch einer der besten Sechser der vergangenen Jahre auf jeden Fall, auch wenn ich nicht mag. Rames 86, ah ja, 85 gesagt, in meiner Prediction, aber okay. 86 ist, es ist ein Downgrade, es ist verdient. Bei Bayern ist er bis jetzt auch noch nicht in Erscheinung getreten, mal abwarten. Alderweireld hat, ach, der hat auch weniger als Miranda. Du kannst einem Alderweireld nicht weniger als Miranda geben, das geht einfach nicht. Die Karte sieht stark aus, Medium ist ein bisschen bitter vielleicht. 87 Defending, 66 Pace, 72 passen gut für den Spielaufbau. Das passt. Oh Gott, ernsthaft? Er hat einen Downgrade bekommen, Benzema, aber ich sehe Benzema nicht besser als ein Lacazette beispielsweise an.
Ich meine, 86 ist wie gesagt okay jetzt. 87 wäre zu hoch gewesen. Weil der einfach momentan so schwach ist. Also, natürlich hat er, das steht da ja auch, ne, Key Role wegen deiner Ability in front of goal. Ja, aber vor allem auch wegen, weil er jetzt mitspielt. Und das ist halt momentan, ist es gar nicht sein Jahr. Ich bin auch immer noch toll, dass wir Morata abgegeben haben und den behalten haben, weil in meinen Augen ist Baba Benz, wie er genannt wird, nicht Baba. Ja, weiß ich nicht. Finde ich nicht so geil, die Karte. Fabregas 86, gut, hat auch stark gespielt. Isco, so, jetzt wird es interessant. Keine Feistens gibt's. Das finde ich scheiße. Der hätte falsche Skills verdient in meinen Augen. Tempo ist auch viel zu niedrig mit 71. Der sollte mehr Tempo haben auf jeden Fall. Na, 75 und sowas mindestens. 89 Dribbling ist dafür gut. 83 Shooting ist in Ordnung. 82 passen, das passt. Tempo und ja, Tempo und Skills sind ein bisschen schade. Five-Star hätte ich mir schon gewünscht bei Isco, weil er kann das. Und Thiago hat auch Five-Star Skills. Dann kannst du eigentlich mit Isco auch. Naja, Kane 86. Ja, 87. Kane aufs gleiche Level zu setzen mit Benzema. Kane ist in den letzten Jahren so heftig gewesen. Und Benzema schwächelt. Also 71 Pace ist vielleicht auch ein bisschen niedrig, finde ich. Weil der ist halt schnell, wenn er erstmal ins Rollen kommt. Dafür 83 Füße, das ist gut. High Work Rate, das passt auch. Also die Karte sieht nicht übernice, ist aber auf jeden Fall okay. Alexandro 86, plus 2 im Vergleich zum letzten Jahr. Hat auch stark gespielt diese Saison, war ja umworben von Chelsea und so. High Work Rate. Das sieht noch einer sehr, sehr geilen Linksverteidiger-Karte aus. Gerade so für Dreierketten und so. Ich denke mal, das wird diese extrem populär werden, weil sie ja in Realität gerade umso populärer wird, immer wieder. Und daher nicht schlecht. So, Coutinho hat er auch 86. Oh. Coutinho hat 87 gestimmt. Oh, 88 sogar. Gut, ist jetzt verletzt, hat natürlich auch, oh, High Work Rates. Der hatte früher High Low. High, echt? High Medium hätte ich jetzt eher gedacht. 82 Pace vielleicht auch ein bisschen langsam, 84 oder sowas. Shooting, ja gut, er hat den Kopfball drin, ne, das ist ja mit dabei. Finde ich nicht optimal, die Karte. Also nicht optimal getroffen, aber ist in Ordnung. So ein Raja haben wir dann hier noch. Oh, es geht anscheinend auch weiter. Raja hat leider gerade keine Forster-Skills, das wäre auch zu schön gewesen, aber der wird direkt wieder mit seinem ersten Inform direkt wieder den Club 80 eröffnen. Ja, ist aber krass, der verdient das Rating 86, da brauchen wir nicht drüber reden. Oh, Mertens 86, Alter, was? Wenn der nicht so klein wäre und köpfen könnte, das wäre der perfekte Stürmer, ne? Das wäre der optimale Stürmer, einfach komplett. Aber auch so wird der extra, das ist quasi Messi. Also gut, ein bisschen weniger Shooting, klar, aber ansonsten ist das, bevor es das Skills und Weak Foot, High Low Work Rate, das ist perfekt für einen Stürmer, das Center Forward. Das ist richtig geil, richtig stark. Lukaku auch 86, Medium. Oh, ich hasse Stürmer, Medium Work Rates. Wenn die Stürmer keine hohe Arbeitsrate nach vorne haben, das ist schon mal scheiße. Und wenn sie dann noch die gleiche Arbeitsrate nach hinten haben, Kane so high, okay, aber er geht wenigstens high nach vorne, weißt du, aber Medium ist so richtig beschissen für Stürmer. Ja, weiß ich nicht, Lukaku. Ja, gerade sieht nice aus, ja, 85 Shooting, 84 Füße, 300 Space. Kannst du nichts dagegen sagen, ne, aber 84 Füße vielleicht ein bisschen wenig. Aber so Müller 86, er war letzte Saison nicht so stark. 82 Shooting ist in meiner Meinung trotzdem zu wenig. Die Stats sehen null so aus wie von dem 86er. Null. Aber die haben sie ein bisschen zu schlecht getroffen. Da hätten sie das Rating weiter runter machen müssen. Der wird trotzdem nicht schlecht sein, aber die Stats auf der Karte sind richtig beschissen. Die gefallen mir gar nicht. So, und dann Andanovic 87. Brauche nichts zu sagen. Ne? Iniesta. Ja gut. Passen und Dribbling ist angemessen. Ne? Ich finde nicht, dass er besseres Dribbling verdient hat als Isco, muss ich ganz ehrlich sagen. Also Isco hatte meiner Meinung nach besseres Dribbling als Iniesta. 87 Dribbling würden bei Iniesta auch reichen. Passen dafür auf 90 oder sowas, weil das kann er in meiner Meinung besser als Dribbeln. Können wir in den Kommentaren schreiben, wie ihr das seht. High Medium passt, Pace passt auch, Shooting passt auch. Karte ist gut getroffen. Alternd halt, ne? Mittlerweile 33. Rating ein bisschen runter. Das ist lächerlich. Man kann doch nicht in Rakitic auf dem Level bin. Selbst jetzt, wo Iniesta immer älter wird, ist Rakitic niemals auf dem Level. Ich meine, klar, er spielt Barcelona und er ist nicht schlecht. Er hat auch die Tore geschossen. Aber Rakitic ist einfach nicht auf dem Level von dem Iniesta, finde ich. Hatte Modric jetzt ja nicht auch 87? Ne, 89 hatte der, ne? Also ich finde 87 für Rakitic zu hoch. Der ist gut, keine Frage, aber so gut in meinen Augen nicht. David Silva weiter 87. Immer in Cam, das ist gut. 68 Pace ist halt echt langsam. Also das finde ich, ist halt auch nicht so langsam. Shooting liegt wahrscheinlich am Kopfball. Passen und Dribbling passt. High-Low Arbeitsraten ist nicht optimal, aber na, High-Medium wäre besser. Ich weiß auch nicht, warum High-Low. Also gerade bei Pep nicht. Aber gut, wenn sie irgendwas bei gedacht haben. Ist nicht so schlecht. Piqué 87, das ist okay. Der hat eine starke Saison gespielt. High-Medium ist halt scheiße, 5er Teil. Ja, was willst du machen? Hamšík, Forster Skills? Nein. 5-Star Weakfoot, das ist cool. Das ist gut. 74 Pace. Die Karte sieht richtig stark aus. Zentrales Mittelfeld, 68 Defending. Den kannst du also jetzt mittlerweile überall benutzen im Mittelfeld. Das finde ich richtig geil. Ein bisschen schade, wie gesagt, dass er keine Forster Skills hat. Aber 3 Sterne Skills und 5-Star Weakfoot-Spieler sind normalerweise richtig geil im zentralen Mittelfeld. An wen erinnere ich mich da? Groß. Also gerade was Longshots angeht und sowas. Ist halt mega und das kann Hamšík.
Das ist okay, das passt auf jeden Fall. Ich mach mal einmal ganz kurz einen Cut. Einen Cut.